Meine Damen und Herren, der Reformbedarf ist gewaltig und es wird Zeit, dass das angegangen wird. Der Familienpolitische Abend hat dafür geworben. In der Podiumsdiskussion hat man versucht, eine Conclusio zu finden. In der Zeit zwischen Weihnachten, Neujahr, zwischen Neujahr und dem Start ins neue Jahr haben Sie vielleicht jetzt Zeit, sich diese Podiumsdiskussion anzuschauen. Ich möchte mich gern vorstellen. Mein Name ist Sabine Menkens. Ich bin Redakteurin bei der Welt, schreibe über familienpolitische Themen, bin deswegen gefragt worden, ob ich hier ein paar Fragen stellen kann. Bin auch selbst Mutter von 3 Kindern, also auch privat ein bisschen vom Fach. Es ist immer die Frage, was ist, wenn die Eltern sich nicht einig sind? Und ich mache ja hier in Berlin-Brandenburg auch Beratung, genauso wie es ja eine große Stütze bei uns auch im Verein ist. Und wir erleben halt immer wieder, dass genau aus dem Grund, weil viele Gerichte nämlich sagen, wenn die Eltern sich streiten, was immer der Fall ist, wenn sie vor Gericht sind, dann ordnen wir keine Doppelresidenz an. Wir machen alles, was da drunter ist, was auch ganz nah dran ist, aber die 50%, die machen wir aus dem Grund dann nicht, weil die Eltern sich streiten. Was schadet den Kindern, da sind wir wieder bei den Kindern, am meisten? Das ist der Streit zwischen den Eltern. Und hier haben wir halt einen Punkt, wo es heißt, wenn ich vor Gericht gehe und die Doppelresidenz verhindern will, dann muss ich einfach nur intensiv streiten, dann muss ich meinen Kindern schaden, um meinen eigenen Willen als Elternteil durchzukriegen. Und das funktioniert in Deutschland. Die sogenannte Streitindustrie. Die Streitindustrie, die dann noch mit dazukommt. Und das funktioniert leider sehr häufig. Und das erleben wir regelmäßig. Wir sehen auch immer wieder Schriftsätze, wo drin steht, gerichtliche Schriftsätze. Also ich weiß, dass die Doppelresidenz nicht funktioniert, wenn die Eltern streiten. Und dann folgen 30 Seiten mit allem Möglichen nach dem Motto, und ich beweise euch, dass wir streiten und deswegen funktioniert es nicht. Und das heißt, das muss aufhören. Das hat ein Richter mal ganz wunderbar gebracht, was man da machen könnte. Dass man sagt, wenn ein Elternteil so intensiv streitet und das Wechselmodell nicht möchte, dann soll man seinem Wunsch erfüllen. Dann soll man dem Elternteil nämlich das Wechselmodell oder die Doppelresidenz nicht zugestehen. Dann lebt das Kind beim anderen Elternteil. Hat dazu geführt, wenn es solche Vorschläge gab im Gerichtssaal, dass der Elternstreit ganz schnell befriedet war. Also man muss wirklich gucken, ist es eine wirkliche Sorge ums Kind oder sind das elternspezifische Themen, die dort sind? Und da muss man sehr, sehr stark differenzieren. Das heißt, man muss die Eltern auch zum Konsens zwingen, was Sie sagten, Mediation gesetzlich verankern und eine Konsenswissenschaft. Sie sind schon ganz lange nicht mehr dran gewesen. Genau. Es sind auch einige Sachen hier schon gesagt worden, wo ich eigentlich drauf reingehen wollte. Ich fange mal von hinten nach vorne an. Richter sind da normalerweise gut gebildete Personen und die Leute, die hier auch sitzen, auch. Ich meine, da gibt es von Bertolt Brecht ein Theaterstück, das heißt der kaukasische Kreidekreis. So, das sollte man sich mal sozusagen mal wieder angucken vielleicht. Vielleicht sollte man auch mal eine Weiterbildung machen. Ja, da für die, die es vielleicht nicht kennen, ja, da streiten sich zwei Mütter, die echte und eine, sage ich mal, später dazugekommene, wie auch immer, durch Verhältnisse, die ungünstig waren um das Kind. Und die Mutter, die dann bei dem Streit losgelassen hat, der hat der Richter das Kind gegeben. Und zwar aus dem Grunde, diese Mutter wollte dem Kind nicht wehtun. Sie hat losgelassen. Das heißt, in einem familienrechtlichen Streit, derjenige, der streitet, ja, und das ist vollkommen egal, ob es die Mutter oder der Vater ist, hat das Kindeswohl nicht im Sinn. Punkt, Absatz, basta. Und wir müssen mal wieder zu einfachen Dingen zurückfinden. Das, was hier diskutiert wird, ist einmal so super kompliziert. Und durch diese Verkomplikationen wird im Endeffekt nur eins erreicht, nämlich die Fälle werden nicht gelöst und den Kindern wird nicht geholfen. Ja? Und ich stimme da auch zu. Also ich meine, ich muss kein Pädagoge sein. Ich muss keine psychologische Ausbildung haben, um zu verstehen, dass wenn einer dadurch gewinnt, dass er streitet, ja, dann streitet der. Ja, und das sind einfache Logiken und da brauche ich doch nicht 1000 verschiedene Gesetze für. Wir müssen wieder anfangen, einfacher zu denken, normaler, natürlicher zu denken. Deutschland ist vollkommen überreguliert, das wissen wir aus der Medizin und aus vielen anderen Bereichen. Wir müssen die Dinge wieder vereinfachen, auf einen normalen Punkt zurückbringen, finde ich. Ne? Auch hier hilft auch mal ein bisschen evolutionär zu denken. Thema Konflikt der Eltern versus Verlustängste des Kindes. Wir stammen zumindest, wenn man als Naturwissenschaftler denkt, stammen wir aus der Tierwelt ab, aus den Säugetieren und so weiter. Wir haben ganz tiefe Urängste verankert, die sind schon angeboren in Bezug auf Elternverlust. Warum? Wenn ich
als Vögelchen im Nest sitze und der Papa ist plötzlich aufgefressen oder die Mama, dann bin ich in Lebensgefahr, weil da niemand mehr ist, der sich um mich kümmert. Wir sind nicht evolutionär damit aufgewachsen, dass dann die Nachbartierfamilie kommt und sich um die Nachkommen kümmert. Das ist in der Natur nicht üblich. Da gibt es die Familie und die Eltern der Kinder kümmern sich drum. Und wenn die Eltern weg sind oder ein Elternteil, dann sind diese Kinder in höchster Lebensgefahr. Das erzeugt ganz tiefe Urängste. Und warum Kinder sich so verhalten, Loyalitätskonflikte, das sind alles Ängste, Eltern zu verlieren. Und zwar beide Ängste, also beide Eltern zu verlieren. Ja? Wenn Kinder in Stress sind, Konfliktsituationen der Eltern, die Kinder leiden nicht darunter, dass sich die Eltern streiten. Überhaupt nicht. Kinder leiden darunter, dass sie Angst haben, dass durch den Streit sie einen Elternteil verlieren. Und das bringen wir ihnen ja schon im Buddelkasten bei. Wenn wir zwei Kinder sich im Buddelkasten streiten, was machen wir dann als Eltern? Wir nehmen dann eins oder beide Kinder aus dem Buddelkasten raus. Wir beenden den Streit, manchmal durch ziemlich radikale Maßnahmen. Das lernen die schon von klein auf, dass Streit Verlust bedeuten kann. Und deswegen haben die vor allen Dingen Angst vor dem Streit. Das ist nicht unbedingt die Lautstärke und wie auch immer. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wir sind evolutionär ausgestattet, mit Konflikten umzugehen. Die Natur, die Evolution ist purer Konflikt. Das ist die ganze Zeit Überlebenskampf. Das ist Streiten, Kämpfen und so weiter. Fahrt mal nach Südamerika in den Dschungel, guckt euch die Natur an. Das ist wirklich ein Hacken und Beißen. Ja? Das sind wir evolutionär gewöhnt. Aber was wir nicht evolutionär gewöhnt sind, dass Eltern verloren sind, plötzlich weg sind. Und dann werden Urängste aktiviert und dann haben wir die psychischen und psychiatrischen Probleme bei den Kindern. Ja? Was soll bei einer Studie in Deutschland mit 1200 Kindern noch so grundlegend anderes rauskommen, wenn die internationalen Studien immer wieder in dieselbe Richtung gehen? Also die Ergebnisse sind nur in Details abweichend. Und deswegen wäre unsere Aufforderung auch an die Politik, einfach mal zu schauen, was gibt es an Studien schon? Und sich nicht hinter dieser einen Studie, die erst in ein paar Jahren fertig werden soll, zu verstecken und zu sagen, bis dahin tun wir gar nichts. Herr Professor Beierlein wird schon ganz nervös da drüben. Also ich bin ja eigentlich nicht dran, aber ich wollte mal als Wissenschaftler was dazu sagen. Was ich jetzt hier gehört habe über die Studie, jetzt die in Deutschland gemacht werden soll, ich habe vorhin im Vortrag eigentlich dazu was sagen wollen, habe ich aber vergessen. Aus der Natur des Gesamten, wenn man es jetzt biologisch betrachtet, ist es vollkommen egal, ob das Kind in Schweden, Deutschland, England oder wie auch immer aufwächst. Es ist dieselbe Biologie. Ja? Das heißt, es sind dieselben Mechanismen. Das heißt, wenn ich eine Studie in Schweden mache, wie sich Kinder fühlen, dann gibt es keinen Grund, warum das in Deutschland anders sein soll. Ja? Es gibt natürlich auch, sage ich mal, natürlich soziale, ökonomische und was weiß ich, Alternativen, Abwandlungen und so weiter. Die Gesellschaften sind ein bisschen anders. Aber das inhärente, massive Problem, was Kinder haben, wenn ihnen Eltern fehlen, das hat nichts mit kulturellen Varianten oder so zu tun, in denen wir leben. Das ist zumindest meine feste Überzeugung. Ja? Also, nehmt doch die Ergebnisse aus Schweden und setzt sie um. Punkt. Das ist das. Kinder brauchen Gesetze, in denen sie die Garantie bekommen, dass sie beide Eltern behalten können, egal ob sie glücklich verheiratet sind oder sich trennen oder scheiden. Die Kinder brauchen diese Sicherheit. Und egal, das sage ich jetzt mal als Informatiker, wie das dann implementiert wird, wie die ökonomischen Verhältnisse und so weiter. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die dem Kind diese Sicherheit gibt, dass das Kind keine Angst haben muss, eine Mutter oder einen Vater zu verlieren. Ja? Klar, wenn einer durch einen Unfall ums Leben kommt, sowas ist ganz bitter. Das muss man, ja, aber es geht jetzt um den Case. Wir haben Eltern, die verstehen sich nicht mehr, die trennen sich und hier muss das Kind eine Sicherheit bekommen und es kann nicht, und da bin ich militant, das kann nicht im Ermessen der Eltern liegen oder im Wohlwollen der Mutter oder des Vaters, ob das Kind diese Garantie bekommt. Das ist eine staatliche Aufgabe. Warum? Weil Eltern, wenn sie sich streiten, ja, natürlich ihre Rationalität verlieren, natürlich Interessen haben und so weiter. Hier muss eine äußere, objektive Kraft dafür sorgen, dass diese Kinder diese Garantie haben.
Ja, das ist, ja, also. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses vehemente Schlusswort und bedanke mich bei der Runde, die jetzt, wie gesagt, etwas kurz geraten ist, aber glaube ich, hoffentlich alle wichtigen Sachen gesagt wurden und gebe das Wort an die Veranstalter. Dankeschön. Ja, das war sehr spannend, die ganzen Beiträge. Also ich sehe auch, FAMF und VBM sollten noch enger zusammenarbeiten. So weit sind wir gar nicht auseinander sozusagen, sondern uns eint ganz viel. Mir fällt ein Ding ein, Kindern Wurzel geben und Flügel. Und wir sollten mit aller Macht als Erwachsene und als Eltern uns darum bemühen, dass es keinem möglich ist, eine Wurzel unserem Kind zu entreißen.